Die Marktschwankungen werden anhalten. Ben Lebrun, schön, Sie wiederzusehen. Ich freue mich auch, hier zu sein. Nach zwei recht positiven Monaten und nach einem erfolgreichen Start in den Monat Mai befindet sich der australische Devisenmarkt wieder in Schwierigkeiten. Es sieht so aus, als ob der komplizierte Jahresstart immer noch nicht vorbei sei. Wie würden Sie die Ergebnisse aus der ersten Jahreshälfte beschreiben? Der Markt unterliegt immer noch großen Schwankungen. Wir haben ein großes Handelsvolumen gesehen. Der gesamte Handel hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Nach der jüngsten Sitzung der amerikanischen Notenbank ist die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen in Amerika gestiegen. Vor kurzem hatten wir gesagt, dass man im Mai alles verkaufen sollte. Und bis jetzt hat sich daran auch nichts geändert. Wir könnten einen kleinen Wiederaufstieg sehen. Seit Februar hatten wir eine 12-13%ige Rallye gesehen, was den Markt gut unterstützt hat. Einen Anstieg kann man in so gut wie allen Sektoren beobachten. Das betrifft den Energiesektor, den Materialsektor. Die Banken haben ihre Berichterstattungssaison abgeschlossen. Eine gewisse Unsicherheit ist aber immer noch da. Die Verschuldungen und Dividendenbeträge machen immer noch große Sorgen. Seit Februar richtet sich der Markt langsam wieder auf. Das Problem dabei ist aber die Tatsache, dass kein Gewinnwachstum je Aktie fixiert wurde. Die kommenden Monate werden sehr interessant sein. Alles wird davon abhängig sein, wie die Banken ihre Dividenden auszahlen werden, was die amerikanische Notenbank unternehmen wird und wie die Wahlergebnisse hier in Australien ausfallen werden. Ich persönlich sehe einige Hindernisse. Sie haben die amerikanische Notenbank und die Wahlen angesprochen. Wie sieht es mit China aus? Am Wochenende hat uns China schwache Wirtschaftsdaten präsentiert. Der lokale Aktienmarkt hat diese Daten aber etwas ausgleichen können. Hat China ihre Antriebsstärke verloren? Ja, teilweise haben Sie recht. Die Quelle, die diese Unsicherheit verursacht hat, sind die Daten, die wir zu Jahresbeginn erhalten haben. Die Quartalendaten zu den Einzelhandelsumsätzen und auch die Konsumdaten tendieren nicht in die gewünschte Richtung. Während die Industriedaten hoffentlich die richtige Richtung eingeschlagen haben. Das betrifft auch die Daten zu den Kreditvergaben. Schwer zu sagen, ob China wirtschaftlich zusammenbrechen wird. Vieles wird von der Notenbank abhängig sein. Ich hoffe, dass die chinesische Notenbank bald einige neue Stimulationsmethoden einleiten wird. Dadurch könnte die Bank den wirtschaftlichen Zuwachs unterstützen. Der wirtschaftliche Zuwachs von 6,5% muss unbedingt gefördert werden. Die Daten, die wir im Januar und im Februar erhalten hatten, waren schockierend. Die Zeit wird mehr zeigen. Vieles wird von der chinesischen Notenbank abhängig sein. Sie hatten den dominierenden Energiesektor angesprochen. Dieser Sektor ist sowohl für die Verluste als auch für viele Gewinne in diesem Jahr verantwortlich gewesen. Zusammen mit den schwankenden Ölpreisen hat dieser Sektor für viel Unruhe gesorgt.
Glauben Sie, dass die Ölpreise in der nahen Zukunft wieder steigen könnten? Nein, das glaube ich nicht. Viele rechnen mit einem Ölpreis von rund 60 US-Dollar in diesem Jahr. Einen etwaigen Anstieg haben wir zwar gesehen, jedoch glaube ich nicht, dass wir es über die aktuelle 50 US-Dollar-Marke schaffen werden. Man sagt, dass die künftigen Lieferumfänge den Preis stark beeinflussen werden. Der Ölpreis hängt aber von einigen Faktoren ab. Es ist normal, dass ein Ölpreis um 5% hin und her schwankt. Trotz aller Bemühungen von der Seite der OPEC sehe ich persönlich keine Merkmale, die den Ölpreis in der Zukunft nach oben drücken könnten. Meiner Meinung nach werden die Lieferumfänge weiter unverändert bleiben. Außer den Lieferumfängen müssen wir auch noch an die Nachfrage denken. Woher soll die künftige Nachfrage kommen? Aus Amerika, aus China oder aus Indien? Einen etwaigen Anstieg haben wir bereits gesehen und ich hoffe sehr, dass sich dieser positive Trend auch weiter fortsetzen wird. Welche Aktien sind heute interessant? Die Berichterstattungssaison der Banken ist gerade vorbeigegangen. Das Thema Banken ist für mich persönlich unklar. Ich bin mir nicht sicher, was mit den Banken passieren wird. Der Finanzsektor ist ein dominierender Sektor hier in Australien. Und ich bin mir nicht sicher, ob uns der Banksektor einen stabilen Zuwachs demonstrieren wird. Vieles hängt an diesem Sektor. Aus diesem Grund neige ich, wie immer, eher zum Gesundheitssektor. Dieser Sektor hat sich in der letzten Zeit ziemlich gut bewährt. Nach Erträgen sollte man in diesem Bereich suchen. Ben, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Sehr gerne. Das war Ben Lebrun aus der Options Express. Mein Name ist Natalie McDonald. Ich bedanke mich für das Zusehen. Bleiben Sie dran. Alles Gute und auf Wiedersehen.